Herzlich willkommen zurück bei Buddy. Da sind wir also vor der großen Mausefalle und mal gucken, ob die uns überhaupt erwischen kann. Ich weiß es nämlich nicht. Nö, macht gar nichts. Sie macht doch was. Okay, da ist unser Startpunkt, das ist schon mal ganz gut. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier weiterkommen. Also rüberspringen, davor laufen, jumpen, das geht. Schauen wir mal, was kommt. Alles klar. Oh. Noch eine Mausefalle. Ja, die erwischt uns also. Ganz toll. Ich weiß gar nicht, ob ich nach rechts weiter muss. Vielleicht muss ich einfach nach links. Dann probieren wir das nochmal. Trial and Error. Hier passiert ja erstmal nichts. Ich würde es mir wünschen, wenn die Speicherpunkte ein bisschen dichter zusammen sind. Hüpf. Und dann gehen wir mal nach links gucken. Was wir da haben. Huch. Alter. Schreck mich nicht. Okay. Mutter, Vater und das Mädel und Buddy. Oh, ich bin da nur gegen gestolpert. Kann ich da drauf springen? Ich vermute nicht. Nein. Er geht sofort kaputt. Alles klar. Schauen wir mal, was ist denn in der rechten Seite. Hallo? Ja, super. Das kennen wir ja schon. Ich wollte auf den Hasen auf den Kopf springen. Das geht nicht. Kann ich den Hasen mitnehmen? Ja. Nee. Steuerung. Von dem Hasen links auf den Teddybären, der den Dorn drin hängt. Lange, lange Wege. Alter, hör auf, geh weg. Oh oh. Nee, nicht nochmal. Die Idee war schon nicht schlecht. Nur, dass wir halt jetzt wieder wissen müssten, was kommt. Da müssen wir jetzt von Etappe zu Etappe uns hangeln und hoffen, dass die Steuerung mitmacht. Ausrede. So, da kommt ein Vieh. Keine Ahnung, was das ist. Riesenratte oder so. War ein Seil. Ich kann jetzt nichts machen. Oh nee, ne? Ja, super, wieder direkt vorne angefangen. Das ist ja. Also muss man sagen, die Steuerung ist eine Katastrophe.
Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Hase ziehen. Hase versuchen drauf zu springen. Dumm. Oder so, ne? Vom Schwanz her, ich weiß es nicht, obwohl. Nee, ne? Fick dich, Spiel! Okay, nochmal. Letzten Tisch einfach runter vor die Mausefalle und dann rüber springen. Das ist ein bisschen frustrierend. Sie ist ja nicht abgesprungen. Ja, super. Ich sagte schon, die Steuerung ist ein Traum, ne? Auch wenn es ein kleines Indie-Spiel ist, sollte das funktionieren. Schieb schon, schneller, Buddy. Gib Gas. Kann auch hier nichts drücken. Na also, es geht doch. Ab und zu mal meckern, dann funktioniert es. Hoffen wir mal, dass wir hier einen Speicherpunkt haben. Ein Hebel. Bewege ich einfach mal. Mal gucken, ob wir wieder sterben. Bestimmt wieder unten. Nein. Viele Hebel. Okay, ist zeitgesteuert. Hier geht es nicht weiter. Eine Kiste. Auf die Kiste kann ich drauf. Das ist schön. Ich kann sie aber nicht greifen. Dann schieben wir die auch einfach runter. Springen hinterher. Was passiert denn jetzt? Ach, da waren ja diese. Ein Bild vom Autounfall auch schön. Hier die. Klopf, klopf, ich bin's nicht. Auch mit Pet geht es einigermaßen. Die große Was passiert dann Maschine? Oben konnte man die Bilder sehen, die wir vorhin da angestrahlt hatten.
Also ist das Ding jetzt nicht runtergekommen? Das ist schön. Wo ist es denn geblieben? Na komm schon. Kleiner Mann. Ohne dran packen. Hä? Alles klar. Dann also einfach mal direkt runter. Na komm schon. Jetzt kommen wir da durch, alles klar. Katsche Stelle hier. Hoch oder runter? Hoch. Ja. Das war die falsche Richtung. Ein Labyrinth. Ach, wie schön. Da ist ein Elevator. Ist. Hoch. Na komm schon. Da ist auch nichts. Das ist schön. Aha. Errungenschaft freigeschaltet. Find me. Warum? Was kann ich mit dir machen? Gar nichts. Toll. Also gut. Nochmal wieder zurück und dann an der Kreuzung da oben nach rechts. Ein Irrgarten. Das ist immer schön. Hauptsache, ich kann mir das merken. So, und da sind wir gerade runtergefallen. Dann sind wir nach links, also gehen wir jetzt geradeaus. So. Seltsame Geräusche. Da! Willst du mich verarschen? Okay, wir gehen da trotzdem gucken. Nö, den will ich nicht haben. Ich gehe doch mal ganz kurz vorbei.
Hier ist dunkel. Wir haben rausgefunden. Okay, das ist eine gute Cliffhanger-Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Buddy. Bis dann. Ciao.